Wahlkampfauftakt bei der AfD. In Dessau auf dem Markt kommt man zusammen, die meisten ohne Maske. Auf der Bühne die Parteispitze. Nicht direkt mit Sicherheitsabstand, dafür mit altbekannten Parolen. Ihr Credo: Schluss mit der Merkel-Chaospolitik, Schluss mit der Volksverräter-Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Das Wahlziel steht. Erstes ideales Ziel: Wir siegen und sind die stärkste Partei im Land. Je früher wir siegen, desto besser für Sachsen-Anhalt. Dass niemand im Land mit der AfD koalieren möchte, wird hier in Dessau nicht erwähnt. Wie die Partei ihre Wahlziele durchzusetzen vermag, bleibt offen. An denen hat sich im Vergleich zur letzten Landtagswahl wenig geändert. Migration bleibt ein Kernthema der Landes-AfD. Dazu wird ein sofortiges Ende des Lockdowns gefordert. Die Partei setzt dabei auf Eigenverantwortung. Der menschliche Einfluss auf den Klimawandel wird von der AfD deutlich bestritten. Politischer Feind laut der Redner, die Grünen. Rot-grüner Wahnsinn. Das Klima auf der Erde bestimmt die Sonne. Und da kann auch Greta Thunberg nichts ändern. Der Wahlkampfauftakt in Dessau fand weniger Anklang als von der AfD erhofft. Laut der Stadt wurden bis zu 300 Teilnehmer angemeldet. Gekommen waren schließlich um die 160 Menschen. Dazu gab es laut Polizei bis zu 40 Gegendemonstranten. Präsenz zeigen in Städten und auf Marktplätzen, darauf setzt die AfD vor den Landtagswahlen, auch in einer Pandemie.